Circa 15 Minuten von der Hauptstraße Eisenerz-Hiflau kommend, laden nicht nur saftige Wiesen zum Verweilen ein, auch Abenteuer und historische Kostbarkeiten, vor allem zum Thema Bergbau, gibt es da in einem kleinen Ort zu ergründen. Schon von Weitem erblickt man den Kirchbichl, der mitten im Wallfahrtsort Rathmar mit dessen Pfarrkirche zum heiligen Antonius steht. In der noch fast unberührten Natur des Rathmartales, welches sich zwischen den Eisenerzer Alpen und dem Gesäuse befindet, gibt es neben wunderschönen Wandermöglichkeiten aber auch einen kleinen Bergwerksstollen, den sogenannten Paradeisstollen, der einen magischen Reiz auf seine Besucher ausübt. Was genau verbirgt sich hinter diesem Stollen? Einen alten Kupfererzbergbau aus dem 16. Jahrhundert. Wir haben alles im Original belassen. Wir haben nichts nachgesprengt, nachgerissen. Wir haben das nur ausgeräumt und dementsprechend wieder hergerichtet. Und was für Bedeutung hat denn jetzt dieser Paradeisstollen für die Region? Ja, hat für uns, für den Ort sicher eine große Bedeutung. Es ist was Einzigartiges, was in größerer Entfernung von hier aus nicht zu sehen gibt. Es ist ein Kleinod, wie man so sagt, ein Schatz, den wir da gehoben haben und der von den Gästen sehr gut angenommen wird. Und wir sind stolz darauf, dass wir das da bei uns jetzt haben. Bevor es aber in das Bergwerk geht, werden die Besucher mit der nötigen Schutzbekleidung versorgt und vom Stollenführer auf die notwendigen Sicherheitsvorschriften aufmerksam gemacht. Was bedeutet Paradeisstollen? Den Namen Paradeis, das kommt vom Althochdeutschen und bezeichnet das Paradies. Danach geht es mit der Stollenbahn in die zum Teil bis zu 50 cm schmalen Gänge, wo man einen beeindruckenden Einblick auf die einst mühsame Arbeit der damaligen Bergknappen erhält. Nach circa 10 Minuten Fahrt erreicht man die Ausstiegsstelle im Berginneren. Von da an geht es zu Fuß in oftmals gebückter Haltung durch das Stollenlabyrinth. Der Stollen ist zum Teil sehr eng, es ist alles im Originalzustand erhalten geblieben. Wir haben nichts nachgerissen oder nachgesprengt. Man findet drinnen schöne Vererzungen, man findet den Dolomit und dieses eingelagerte Kupfererz drinnen, man findet den Aragonit, der Aragonit ist ja auch zuständig für die Eisenblütenbildung. Man findet aber auch diese ganzen oxidischen Kupfermineralien, man findet Malachit und Azurit drinnen. Um 1600 war die Blütezeit von diesem Kupfererzbergbau. Zu dieser Zeit waren hier 60 solche Abbaue in Betrieb mit 600 Bergleuten, die hier gewohnt haben in der Rathmar. Diese Führung versetzt alle Besucher in eine Zeit zurück, wo noch nicht technische Hilfsmittel, sondern reine Muskelkraft für die Verrichtung dieser einst schweren und gefährlichen Arbeit im Mittelpunkt stand. Die ersten Aufzeichnungen vom Paradeisstollen kommen von einem gewissen Johann Ressel, einem Eisenerzer Bergrichter. Der hat die Rathmar damals um 1570 befahren und da steht drinnen, dass wieder Bergbau im Paradeis umgeht. Nach der Führung geht es entweder mit der Bahn zurück zum Ausgangspunkt oder aber durch einen zweiten Ausgang,
der von vielen freiwilligen Helfern in 8 Monaten errichtet und 2002 offiziell eröffnet wurde. Ein Glück auf der Bergmannschaft, dass sie sich bei einem Besuch dieser Region nicht entgehen lassen sollten.